Wir sind hier in Düsseldorf am Start, ja, mega Wetter. Wir haben hier so ein i3 am Start vom Carsharing. Wir haben uns so eine Karte geholt. Da ist hier drauf, was wir machen müssen. Schritt 1, Karte ins Auto halten. Schritt 2, einsteigen, PIN eingeben. Machen wir. Ich hab Angst. Meinst du, das beißt uns? So, hier hat man dieses Feld. Oh, die Spiegel gehen raus. Die Spiegel gehen auch. Ich glaube, wir dürfen rein. Ja, ist offen. Yeah. Wir sind drin. Also so sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir melden uns an. Jetzt müssen wir hier so einen PIN eingehen. Miet starten. Hier Digitaltacho haben wir noch am Start. Also das Ding ist echt für so einen City-Flipster verflucht schnell. 250 ja. Newtonmeter bei 174 PS. Was mir gerade auffällt, wenn man eine Wurst von Gas nimmt, dann bremst das Ding sehr stark, verzögert. Das ist die Rekuperation. Aber es bleibt auch komplett stehen. Beim Tesla war es nicht so. Der ist irgendwann noch sehr lange weitergerollt. Finde ich aber ziemlich cool, ehrlich gesagt. Was mich auch interessiert beim Elektroauto, wie ist der Sound? Normal. Was wir nicht wissen, der i3 ist bei uns jetzt kein reines Elektrofahrzeug, sondern wir haben einen Hybrid. Ist nicht, wie ihr den Hybrid kennt, dass man mit dem Benzinmotor fährt und den Elektromotor als Unterstützung hat. Hier ist genau andersrum. Wir fahren die ganze Zeit pur elektrisch und haben einen 34 PS Motor vom BMW Motorrad noch dazu geschaltet. Der sorgt aber nur dafür, dass wir den Akkustand halten können oder ihn dementsprechend unterstützen. Aber das Auto fährt halt wirklich nur rein über den Elektroantrieb und das ist einfach nur wie so ein Generator, sag ich mal. Ein sogenannter Range Extender. Genau, der Klugscheißer scheißt hier wieder rum. Ist ein Range Extender. Dazu haben wir einen 9 Liter Benzintank. Ja, mehr ist das nicht. Wie gesagt, es ist halt nur die Unterstützung. Ich glaube, 0 auf 100 sind knapp über 7 Sekunden. Echte Sportskanone. Hier wurde vor allem auf Nachhaltigkeit gelegt. Ich weiß nicht, ihr seht das wahrscheinlich nicht. Ich kann hier mit der Legria mal drauf leuchten. Diese ganzen Türpappen und Armaturenbretter, ja, das ist so eine aus Naturfasern, ja. Kenan oder so heißen die. Sehr nachhaltig, coole Sache. Nicht schlecht. Je nachdem, was man hier für einen Modus auswählt, den Ultra-Eco-Modus, dann stellt sich natürlich auch die Klimaanlage aus, ja, weil die halt schon ziemlich viel Strom verbraucht. Oh. Ist das die Schaltung hier? Die ist ja richtig spacey. Das ist der Schaltknopf. Der wird einfach hier gedreht. Future. So, ein Rückwärtsgang sollten wir nicht machen. Ja. Oh, Rückfahrkamera hat er auch. Ja, Rückfahrkamera hat er auch. Ey, Sam, lass mich auch mal fahren. Ich will auch mal mit der Gute. Doch, ehrlich. So, Kamerawechsel. Ich darf jetzt mal. Wie sieht das eigentlich bei euch mit Elektrofahrzeugen aus? Ja, wir fahren die ganze Zeit solche Dinger. Bei euch in der Werkstatt oder auch privat, habt ihr sowas am Start? Repariert ihr sowas viel oder wie sieht das aus? Wenn ihr Bock habt, in der Infobeschreibung haben wir ein 360-Grad-Video von dem Auto. Da könnt ihr euch mal so alles angucken von innen. Wir sind wieder an der Werkstatt, ja, mit unserem zweiten Elektroausflug. Ja, der erste war Tesla P90D, der zweite ist BMW i3. Also, ich habe gedacht, das Ding wäre langsamer. Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, ja. Mega zügiges Teil. Hat Druck. Sieht ganz nett aus. So, ist halt ein City-Flipster. So. Die Miete wird jetzt aber auch ganz schön teuer, ja. Das ist nicht ganz so billig. Deswegen steigen wir jetzt aus, weil wir das Auto von außen dann verriegeln müssen. Sonst bricht das nicht ab, ja, und wir sehen uns in der Werkstatt. Gleich. Ja, Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Check-up bei uns am Start, ja? Wir sind gerade ein bisschen Elektroauto geheizt. Habt ihr gesehen? Genau, mittlerweile sind wir voll Profis im Elektroautofahren, glaube ich. Zweite Auto am Start. Kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um Luft. Genau. Aber nicht hinterm Elektroauto, sondern im Auto drin. Deswegen haben wir Innenraumfilter liegen. Genau. Pollenfilter. Drei Stück haben wir schon hier am Start. Das hier, kennt jeder, 0 auf 15 Standardding. Hier Aktivkohlefilter, ja, ein bisschen besser, neutralisiert Gerüche. Aber hier, meine Damen und Herren. Der Gerät? Der Gerät. Ja, ich wollte es dir überlassen. Danke. Du hast ja noch einen Freipackzettel. Arzt und Apothekerfragen. Das ist er. Also das Gelbe, was ihr hier seht, das ist eine Polyphenolbeschichtung. Die ist so sich eingefärbt, dass man im Filter auf den ersten Blick erkennt. Man könnte sie auch antimikrobielle Schicht nennen oder ein biozides Schutzschild. Der hat gelernt. Der hat gelernt. Was kann diese Beschichtung? Die hält Schimmelsporen auf und zusätzlich entzieht ihr den Nährboden. Das heißt, der Schimmel kann hier sich hier nicht ausbreiten und hat keine Chance, in den Innenraum zu gelangen. Ja, was auch richtig cool ist für alle Allergiker unter euch, ja. So diese Eiweißpollen, die da für die Allergie verantwortlich sind, die Pollen treffen hier drauf, gehen auf. Und das ganze Zeug kommt da raus und kommt in den Innenraum. Hier nicht, durch diese Polyphenolschicht wird das alles direkt angekettet, kommt nicht mehr weg. Und wir können frei atmen, haben keine triefende Nase. Hast du eine Allergie? Nee. Ich auch nicht. Aber wir haben es trotzdem drin. Natürlich. Also es läuft. Das ist natürlich keine Chemiekeule. Ja, das ist alles naturbelassene Produktion. Ja, Polyphenol ist zum Beispiel in grünem Tee. Genau. Und in Zitrusfrüchten auch. Ja. Schmeckt das auch so? Hm? Wie das angehört hat. Als ob wir so eine Prinzenrolle. Voll hart. Schmeckt voll nach... Nicht lecker, Grüntee oder so. Aber die Nährstoffe gehen eigentlich in Ordnung. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Problem mit schlechter Luft im Auto. So wie wir beide bei unserem 400k Golfkauf. Leute, Leute, wir haben ein riesiges Problem. Die Karre stinkt so. Ich mach das halt an. Ich muss kotzen. Boah, das ist ja so ekelhaft. Da liegt ein Lachs auf dem Gebläse.
Da liegt ein Lachs auf dem Gebläse. Fahr mal zum LKW. Du musst irgendwas machen. Oh, so schon viel besser. Jetzt riecht's wieder gut. Schön frisch. Ja, der Sam baut gerade einen vernünftigen Filter ein, damit wir nicht unser ganzes PV-Gehalt immer für Wunderbäume ausgeben müssen. Ja, hat jetzt endlich ein Ende. Hier ist das alte Ding. Boah, ja. Ist ja richtig dreckig. Ja. Ein paar Forellen sind auch noch dazwischen. Wie das Zeug hier von nahen aussehen kann unter dem Mikroskop, das zeigen wir euch mal eben. Und zwar haben wir uns aufgebaut dafür. Hier, guckt euch das mal an. Sieht gar nicht so schlimm aus, wie es ist, oder? Und das, was ihr da gerade versucht habt zu sehen, haben wir hier natürlich in groß. Ja, ist blau eingefärbt unter dem Mikroskop, damit es gut sichtbar ist. Ist ein Penicillium, ja, einer der bekanntesten Schimmelpilze überhaupt. Das hier sind alles die Sporen, diese ganzen kleinen Punkte. Ein so eine Spore ist 2 Mikrometer groß. 1 Millimeter sind 1000 Mikrometer. Und das ist alles hier in der Luft und hämmert auf unseren Filter ein. Und aus jeder Spore entsteht dann so ein Pilz, wie man ihn auf der Mandarine zum Beispiel kennt. Und mit unserem vernünftigen Filter, ja, haben die einfach keinen Nährboden, keine Nährstoffe, um zu wachsen. Und dann passiert sowas erst gar nicht. Und wir binden das alles komplett da drin ein, wechseln den nach einem Jahr wieder und haben eine saubere Lunge. Da gibt es noch einen zweiten ziemlich unangenehmen Pilz, der Aspergillus. Der setzt sich in der Lunge ab und fängt da an zu wachsen. Was? Die Krankheit nennt man dann Aspergillose, glaube ich, oder so. Googelt das mal, also da gibt es ganz unangenehme Bilder. Ja, und genau sowas hält unser cooler Filter hier zurück mit seiner biosiden Schutzschicht, mit seiner antimikrobiellen Schicht, mit seiner Polyphenolbeschichtung. Ja, da kann nichts mehr passieren. Gesagt, ne? Da kann wirklich nichts mehr passieren. Und das ist der Vorteil bei sowas, damit ist echt nicht zu spaßen. Man nimmt das so auf die leichte Schulter, so einen Pollenfilter. Was macht der? Lass ich einfach mal 20 Jahre drin. Ist aber nicht so, ja? Wechselt das Ding, ist nicht teuer. Der Freshers Plus ist 5 bis 10 Euro teurer. Danke. Ja, das ist echt nichts und es geht um die Gesundheit. Von daher, ich habe ihn auch drin im Golf. Bin völlig zufrieden, bin gesund. Plus für Leute, die Allergien haben, ist es viel mehr Fahrkomfort. Auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Das war's mit unserem mega wissenswerten Video heute. Mega viel Stoff drin, Labor aufgebaut, Elektroauto am Start. Wir fahren jetzt noch was essen mit dem i3, würde ich sagen. Hast du Hunger? Ich habe übelst Hunger. Wenn ihr auch Hunger habt oder den i3 sehen wollt, dann kommt noch mit hier im 360-Grad-Video. Müsste hier unten irgendwo sein. Wenn ihr Bock habt, Daumen hoch, wäre ziemlich cool. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was für ein Auto sollen wir für euch testen. Ein E-Golf oder ein Ampera, irgendwas Elektrisches oder Hybrid. Oder Hybrid. Sowas. Hybrid geht auch, ja. Ja, worauf habt ihr Bock, was wollt ihr von uns sehen? Ab in die Kommis. Ja. Abo da lassen. Ciao. Tschaußen!